Hi Leute, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und zugleich zu meinem ersten Video von meinem Abschnittsvlog. Habe ich gesagt, ich starte den jetzt einfach mal und bin jetzt hier an meinen Gewässerabschnitt Nummer 10 gekommen. Bisschen gezwungenermaßen, weil hatte ein Fahrzeug einen kleinen Autounfall. Das ist laut Versicherung, das Auto ist jetzt ein Schrott. Und deshalb habe ich jetzt hier angefangen, weil hier kann ich mit dem Fahrrad herfahren. Und sobald ich dann mein Fahrzeug wieder habe, werde ich dann die anderen Gewässer befahren. Ein kurzes Detail noch zum Gewässer. Es ist der Abschnitt Nummer 10 bei uns. Das ist meines Wissens der längste Abschnitt, also von der Entfernung, also von der Länge her, ist es der längste Abschnitt. Ich glaube, weit über einen Kilometer sogar. Und Durchschnittstiefen sind hier, also die tiefsten Stellen sind hier 10 bis 15 Meter. Solche Gewässertiefen haben wir hier auch. Und den Fischbestand gibt es hier, also Karpfen, Wels, alles gibt es drin. Aber von den Karpfen her, was ich persönlich jetzt schon gefangen habe, sind Fische im mittleren Bereich die häufigsten, also um die 10 Kilo, 10, 12 Kilo. Es gibt natürlich ein paar größere auch, ich habe auch schon einen mit 21 gefangen. Und laut Fotos, was ich schon gesehen habe, gibt es natürlich größere Fische. Und ja, jetzt werde ich hier einfach mal einen Abschnittsvlog starten. Und zwar werde ich an den Gewässern nur vormittags angeln. Und meistens, ich hoffe mal da, wo niemand gefüttert hat, dass ich einfach euch mal zeigen kann, man kann auch vormittags spontan irgendwann ein Gewässer hinfahren und da auch einen Karpfen fangen, dass das auch funktioniert ohne irgendwelche Vorbereitungen und so. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, wie der Vormittag verläuft. Das wird das letzte Mal sein, bevor ich angeln gehe, weil danach fahre ich in Urlaub. Und ja, dann bin ich ein paar Wochen weg. Und dann schauen wir mal, ob ich in den Urlaub mit dem Fisch fahren kann oder ob ich mit dem Blank in den Urlaub fahre. So, jetzt habe ich die Routen nochmal neu gelegt, weil das tue ich immer meistens dann, wenn es ein bisschen heller ist, bei einem Dunkel auslegen, habe ich immer so ein kleines mulmiges Gefühl, dass die Routen nicht so irgendwie schön liegen, wie sie sollten. Deshalb lege ich sie dann nochmal neu um. Ja, wie gesagt, die eine liegt tief, die eine liegt eher ein bisschen flacher, im Holz drin. Auf einer Route fische ich einen Blowback Rig, auf der anderen fische ich einen Pop-Up Rig und ja, werde es da probieren. Ja, zwei Hände voll Futter drüber, pro Spot. Dann schauen wir mal, ob da Fische da sind, weil ich gesehen habe jetzt in der Früh nur einen, sonst habe ich noch keine Aktivität gesehen. Aber es ist normal, es kommt langsam der Sommer, also die Fische sind immer ein bisschen träger und so, vor allem wenn es warme Tage hat. Aber jetzt der Vormittag ist heute ein bisschen bewölkt, ein bisschen kühler. Mal schauen, wie es ist, vielleicht sind sie heute ein bisschen aktiver. Und ich kann vielleicht noch einen Fisch mitnehmen vor dem Urlaub. Mal schauen, wie sich der Vormittag entwickeln wird. Und sonst habe ich in der Taktik eigentlich nichts weiter geplant zum Ändern, weil das in dem Abschnitt hier läuft es gut so und da werde ich dann dranbleiben. Und bei anderen Abschnitten muss ich mir dann an die Umstände anpassen, so wie die Fische da drauf reagieren dann. Aber das sehen wir dann, wenn wir in anderen Abschnitten gehen. Jetzt heißt es hier mal zuerst mal einen Fisch zu fangen. So, nach 2 Stunden keine Aktion, auch keine Fischaktivität gesehen. Habe jetzt einen schönen Spieler gefangen. Besser gesagt, gefangen.
Er hat sich irgendwie selber gefangen, weil der Haken saß eigentlich gar in seinem Maul, hat sich irgendwo, glaube ich, beim Vorbeischwimmen hat sich mit meinem Popper-Brick, glaube ich, irgendwo verhängt und hat ihn da so rausbekommen. Hat ihn trotzdem schön drin hingelegt, auch schöner Fisch. Gott sei Dank nirgends verletzt, gar nicht geschlitzt, nichts. Schön hart im Drill, schön gekämpft, echt schöner Fisch. Hammer! Also fahre ich in den Urlaub doch nicht mit einem Black und zwar mit einem schönen Fisch. Fisch versorgt habe, habe ich jetzt die Route ausgelegt, nochmal eine Handvoll Futter drüber. Ich habe es noch 1,5 Stunden, noch. Allzu viel habe ich nicht mehr rausgebracht. Zum Fisch muss ich sagen, also der hat sich wahrscheinlich, hat er meine Köder nicht aufgenommen. Ich denke mal, dass er beim Vorbeischwimmen sich gehakt hat, weil mein Popper-Brick steht ja ungefähr so 2-3 cm vom Boden weg. Weil der Haken habe ich hinter seinem Kiemendeckel eigentlich da im Knochen drin war, steckt mein Haken eigentlich drin. Wundert mich, dass er nicht ausgeschlitzt ist, weil ich konnte den Haken einfach zack, einfach so rausnehmen. Weil ich habe da am Anfang müssen kräftig ziehen, damit er nicht ins Holz reingeht. Und daher wundert es mich, dass er nicht ausgeschlitzt ist. Aber ich denke mal, dass er vielleicht eventuell ein paar Köder vom Boden aufnehmen wollte, da nach Nahrung gesucht hat und sich deshalb so gehakt hat. Also direkt meinen Köder aufgenommen hat er jetzt nicht. Auf jeden Fall hatte ich eine andere Schnur noch mit drin. Ich wahrscheinlich mal, muss irgendwo was abgerissen sein oder so. Ging trotzdem noch mal alles gut. Jetzt habe ich die Route nochmal, wie gesagt, nochmal gelegt. Ja, schauen wir mal. Der restliche Vormittag, die 1,5 Stunden habe ich noch. Fischaktivität ist gar keine zu sehen, also kein springenden Fische, gar nichts. Auch in der Früh nur einen einzigen habe ich gesehen, aber sonst nichts. Wie gesagt, ja, ich war auch längere Zeit ist nicht mehr hier. Bin immer in anderen Gewässern unterwegs gewesen und so. Dementsprechend liegt natürlich weniger Futter drin. Und dementsprechend kann sein, dass sich die Karpfen natürlich eventuelle Futterplätze suchen und ich da ein bisschen verstreuen im Gewässer. Jetzt ist natürlich Sommer, jetzt ziehen sie natürlich viel mehr. Im Winter waren sie natürlich konzentriert auf einem Platz. Da hast du natürlich andauernd was fangen können. Aber so jetzt im Sommer wird es dann schon ein bisschen zäh mit den Bissen. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Einen gefangen, was wünsche ich mir mehr? Da kann ich mal schön und getrost in den Urlaub fahren. Schauen wir mal. Zusammen. Gefangen habe ich leider nichts mehr. Also ich bin beim einen Spiegler geblieben. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Vormittag. Bin eigentlich spontan runtergekommen. Hatte mal kurz Zeit, ohne zu füttern, gar nichts. Einen Spiegler gefangen, ohne Fischaktivität. Also, naja, es gibt natürlich Unterschiede im Sommer. Natürlich angelt man in den richtigen Tiefen, angelt man an falschen Plätzen. Hier ist auf einer Seite kein nicht anders angeln, da ist sehr tief. Und ja, macht trotzdem das Beste draus. Meistens fängt die eine Route die, wo es flacher liegt, weil die Fische stehen im Sommer einfach ein bisschen höher. Aber ja, nichtsdestotrotz fahre jetzt eher nächste Woche in Urlaub. Dann bin ich mal für 3-4 Wochen weg. Und wie es danach weitergeht, schauen wir dann, wo es mir hinverschlägt. Das werden wir alles sehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Video. Und abonniert doch gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns nach meinem Urlaub, hoffentlich bei meinen neuen Videos, Richtung Herbst, wieder. Italien steht auch an, also nicht verpassen, abonnieren nicht vergessen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bin ich euer Just Fishing.